drei qualifizieren sich direkt und für die Französinnen war das wohl schon das Aus. Und im Diskus werfen Martina Hellmann. Dafür, dass das beim Abwurf nicht alles gestimmt hat. Kein schlechter Versuch, über 65 Meter. Das bedeutet in jedem Fall im Moment Rang 3. Jetzt sehen wir uns zunächst einmal im Diskus werfen. Michalitschenko, die Zweitplatzierte an. Muss man sagen, 32 Zentimeter vor ihr. Also das kann schon noch spannend werden. Vielleicht ist ein Doppelerfolg im Diskuswerfen ja sogar drin. 4x100-Meter-Staffel, Schlenker zurück. Da hat man dem Schwartow mitgeteilt, wir kommen einfach nicht dazu. Die Herren haben Glück. Ja, aber ich muss sagen, die Martina Hellmann ist auch wichtiger. Über das, was die Staffel geboten hat, sollte man noch ein paar Worte verlieren, aber später. Die Damen, die Medaillen gewinnen können, sind wichtiger. Das ist dieser Wurf, 67,14 Meter, mit dem sie sich ein bisschen näher an Michalitschenko aus der Bundesliga herangeschoben hat. Die geringste Weite war 66,34 Meter. Mit 68,78 liegt sie immer noch in Führung. In der Nähe lag auch dieser Versuch. Meter, sogar Steigerung, Verbesserung für sie. Um wenige Zentimeter. So weit hatte sie zuvor in diesem Jahr noch nicht geworfen. Damit ist sie Michalitschenko, die wir jetzt sehen. Was die Weltjahresbestleistung betrifft, ist auf 20 Zentimeter nahe gerückt, führt aber vor ihr in der Konkurrenz. Guter Versuch von Michalitschenko, aber höchstens um die 67 Meter. In etwa in dem Bereich, in dem sie sich bisher auch schon bewegte. Eine äußerst spannende Konkurrenz. Die Weite für Michalitschenko, 67,12 Meter. Keine Steigerung für sie. Damit hat Ilke Veluda erstmal aus diesem Durchgang psychologische Vorteile für sich ziehen können, bevor Martina Hellmann kommt. Eine sehr modebewusste Dame, was dem Diskuswerfen der Frauen ja nur gut tun kann. Mit glänzender Technik. Eine Athletin, die sehr bewusst handelt, lange dabei, mit 30 Jahren. Aber der war nicht so gut gelungen wie die Würfe zuvor. Martina Hellmann, immerhin schon damals noch als Martina Opitz, vor 8 Jahren Weltmeisterin im Diskuswerfen. Vor 4 Jahren auch in Rom und Olympiasiegerin. Und dann staunte sie, dass plötzlich die stärkste Juniorin aufkam mit Ilke Veluda, die seit dem September 88 in 43 Wettkämpfen, das muss man sich mal vorstellen, ungeschlagen blieb und dies auch heute zu bleiben scheint. Reihenfolge also Veluda, Michalitschenko und Hellmann. Das sind die ersten drei. Und das ist die nächste, Irina Jatschenko. Um die 60 Meter. Bisher Sechste. Zwar mit hoher Drehgeschwindigkeit, aber ansonsten vom technischen Ablauf her heute keineswegs so stabil, wie wir sie schon in dieser Saison gesehen haben. Daniela Kostjan. Bisher auf Rang 5.
eigentlich, was die Durchschnittsweite dieses Wettbewerbs betrifft, eine sehr, sehr gute Konkurrenz. Was uns vor allem beeindruckt, dass im Diskuswerfen der Damen offensichtlich eine saubere Konkurrenz auch heutzutage noch möglich ist. Wieder möglich ist, wie immer wir das formulieren wollen. Rumänien war es ja früher. Frau Kostian ist dann ausgewandert. Und hat immerhin mit 66,06 australischen Rekord geworfen, obwohl sie früher viel, viel weiter geschmissen hat in früheren Jahren, als sie noch für Rumänien startete. So, während wir die Chinesin sehen, deutet sich auch schon das nächste Ereignis an, nämlich der 1500 Meter Endlauf bei den Frauen. Die Chinesin liegt auf Platz 5 mit 65,56. Zu den Medaillenrängen, also dem dritten Platz von Martina Hellmann. Da fehlt ihr einiges. Und es ist auch nach diesem Wurf noch so. Dann, dass ein weiterer Morgen folgen wird mit Nureddin Morceli im 1500-Meter-Lauf. Jetzt aber Martina Hellmann. Sie hat zwar die 65-Meter-Marke gut im Griff. Alle Würfe, alle Versuche lagen jenseits dieser Markierung, aber im Moment ist sie noch Dritte. Sicherlich ein gutes Resultat. Kshishtova ist nahe gerückt, bis auf 18 cm herangekommen. Wir aber genießen die Bilder von Hasiba Aufzeichnung. Der fünfte Versuch von Ilke Viluda im Diskuswerfen. Das könnte noch einmal eine Steigerung für sie gewesen sein. Ein großartiger Wettkampf, den sie hier bestreitet. Von wegen erste Würfe und dann käme lange nichts. Heute kommt die kontinuierliche Steigerung von Wurf zu Wurf. 69,12 Meter. Im Übrigen erreicht uns jetzt die Information, dass die bundesdeutsche Männer-Sprintstaffel zu einem Überfluss auch noch disqualifiziert wurde. Letzte war sie ja ohnehin. Jetzt haben wir Svetanka Kshishtova. Für sie die letzte Chance auf eine Medaille. 18 cm fehlen zum Bronzerang von Martina Hellmann. Weiter als 67,14 muss sie werfen. Und das tut sie. Das war der erste Rang. Das ist ein Wurf. Sensationeller Wurf. Unglaublich schnell in der Drehung und im Armzug. Relativ flach kam die Diskusscheibe. Ja, man sollte den Ausdruck ja nicht benutzen, aber das war wirklich wie ein Geschoss aus der Hüfte. Unglaublich. Ein unglaublicher Wurf. 71,02 Meter für Svetanka Kshishtova, die sich im letzten Durchgang von der vierten an die erste Stelle schiebt, damit eine neue Weltjahresbestleistung aufstellt. Sie lief unruhig vor dem Diskuskäfig auf und ab. Ilke Viluda, die allerletzte Möglichkeit für sie. Doch noch Kshishtova, die Bulgarin, von Rang 1 zu verdrängen. Sollte es hier vielleicht gehen, wie Carl Lewis, nach einer beispiellosen Siegesserie ausgerechnet bei der Weltmeisterschaft zu verlieren? Das ist Kshishtova. Hacke, Balle, eindrehen. Das war das Motto seit September 88. Und heute? Nein, das reicht nicht. Leider. Und ungültig wird er auch gegeben. Da hat sie übergetreten beim Bemühen. Ja, da war die Siegerehrung für sie doch nicht so das Richtige, dass sie in der Vorbereitung vielleicht ein bisschen gestört worden.
Dennoch Dieter, 69,12 Meter und eine beispiellose Serie mit Würfen an die 69, einem weiteren mit glatten 69 Metern, eine sehr, sehr gute Leistung. Silber dafür und mit einem, ja, ich kann es nicht anders formulieren, obwohl wir heute Samstag haben, mit einem Sonntagswurf, Kshishtova, die Bulgarin, vielleicht Weltmeisterin. Wenn nicht, Mikhalchenko Kondaka. Der war es nicht. Der bedeutet keine Verbesserung. Sie bleibt weiterhin Dritte. Aber Martina Hellmann muss jetzt um ihre Bronzemedaille kämpfen. Beide deutschen Werferinnen im letzten Durchgang gezwungen. Die eine hat es nicht geschafft und die andere, die hat die Chance noch vor sich. Dieser eine Wurf hat wirklich die ganze Konkurrenz auch in ihrem Ablauf fast auf den Kopf gestellt. Die letzte Werferin der Konkurrenz, Martina Hellmann. 68,26 sind zu übertreffen, die hat Mikhalchenko eben in ihrem letzten Wurf erzielt. Sie werden gleich noch einmal eindrucksvoll bestätigt bekommen, zwei Drittel ihrer Wurfleistung resultieren aus exzellenter Beinarbeit. Hoffentlich nützt was in diesem letzten Durchgang. Über einen Meter in der heutigen Konkurrenz muss sie sich verbessern. Der war zwar gut, an die 67, knapp drunter wohl, aber es hat nicht gereicht. Weltmeistertitel für die Bulgarin Kshishtova, hier groß im Bild. Silbermedaille für Ilke Viloda. Bronzemedaille für Mikhalchenko, UdSSR, und Rang 4 für Martina Hellmann, die 66,56 Meter im letzten Versuch erzielte. Für den Wurf noch abgewartet haben, dann nun wissen wir eben, wie die Konkurrenz ausgegangen ist mit dem Sieg nämlich von Werner Günther und Sven Oliver Buder ist Fünfter geworden, ist ja auch eine ganz feine Leistung, werden Sie mit Wohlgefallen registrieren. Tja, und bei sich selbst, Ilke Viloda, müssten Sie zum einen ein bisschen enttäuscht sein, weil Sie halt im letzten Versuch abgefangen worden sind. Zum anderen haben Sie aber im Jahr 1991 persönliche Bestleistung geworfen. Also, was überwiegt da mehr? Freude über Silber oder Enttäuschung, dass Sie doch noch nur auf dem zweiten Platz gelandet sind? Ja, sicherlich ist in den Weltmeisterschaften immer ein sehr großer Wettkampf. Und dort zweiten Platz zu belegen, ist eine große Sache. Ich hatte mir ein bisschen mehr ausgerechnet und war eigentlich recht überrascht über die Leistung von der Kshishtova. Aber sie war die bessere heute und das muss ich akzeptieren und ich bin trotzdem glückliche Zweite. Aber das ausgerechnet noch im letzten Versuch, dieser Wurf über 71 Meter der Bulgarin Kshishtova, hatten Sie im Wettkampf, beobachten Sie sich ja, eigentlich damit gerechnet, dass sie überhaupt diese psychische Stärke haben könnte, am Ende nochmal so stabil zu sein und diesen Wurf rauszuwerfen? Na, ich hatte sie in den Durchgängen davor ein bisschen beobachtet, weil sie ja in der Qualifikation auch schon 67 Meter geworfen hatte. Und hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass sie sich noch mal so steigern kann. Und hatte sie deshalb auch gerade im letzten Versuch nicht gesehen. Können Sie mal sehen, ne? Wenn man da nicht drauf achtet, passiert es plötzlich. Und dann wird man sogar richtig erschreckt. Ja, aber auf der anderen Seite, Silber ist was ganz Tolles. Was ist so Ihre weitere Perspektive? Wie schätzen Sie das ein im Hinblick auf Barcelona? Na, Barcelona, das ist ein neues Jahr. Ein neues Trainingsjahr. Und dort habe ich mir natürlich dann noch mehr vorgenommen. Und ich hoffe, dass ich dann noch dort erfolgreich auftreten werde in Barcelona. Sie können das ja wieder im Gespann tun, wenn Sie mögen. Martina Hellmann, die Viertplatzierte, ist auch hier bei uns. Und Sie waren, ja, also Ilke, gehen Sie ruhig schon rüber zu den Kollegen von der Presse. Die warten nämlich auch schon dringend. Martina, Sie haben eben hier wirklich so ein richtig enttäuschtes Gesicht gemacht, weil Ihnen ja auch im sechsten Versuch ja die Medaille weggeschnappt worden. Bei der Ilke geht es ja noch. Die hat ja wenigstens noch Silber als Trostpflaster. Tja, ich bin eigentlich das Verlieren nicht gewöhnt. Seit Jahren bin ich halt mit bei Höhepunkten dabei und habe zumindest immer eine Bronzemedaille gemacht. Und ich muss sagen, wenn man mit einer Bestleistung für das Jahr einen vierten Platz macht, ist es schade. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Es ist aber in der Tat schade, weil man ja nicht fragen kann, woran lag es. Sie haben Ihre beste Leistung gebracht, überhaupt in diesem Jahr 1991. Ihre Wettkampfstabilität wurde ja immer gerühmt. Im Training nicht unbedingt immer die Weltmeisterin, aber im Wettkampf waren Sie da. War es dann aber ein Schock für Sie, als Sie Kshishtova eben nochmal auf 71 Meter erhöhen konnte, konnten Sie da nicht mehr kontern?
Nee, 71 hatte ich dieses Jahr. Nein, 71 ohnehin nicht, aber diesen einen Meter, der zur Bronze fehlte, vielleicht doch noch erreicht. Das war natürlich schade, muss ich sagen. Man muss dazu sagen, die Christopher ist ja von 4 auf 1 gekommen, ne? Ja. Aber die Stärke von der Christopher, die nervliche Stärke auch, das war mir bekannt. Das war schon immer so, dass sie auch im letzten Versuch noch raushauen konnte. Naja, ansonsten war ich eigentlich mit meiner Serie auch im letzten Versuch, der Wurf war auch noch mal gut. Also ich muss sagen, ich war eigentlich für meine Verhältnisse dieses Jahr doch recht ordentlich, aber es reichte eben nicht. Sie starten für die DHFK Leipzig. Wie sind dort jetzt die Trainingsmöglichkeiten, die Trainingsverhältnisse? Man hat ja auch davon gehört, dass es Überlegungen gab, diese, ich will mal sagen, legendäre Hochschule sogar zu schließen. Haben Sie darunter zu leiden? Ja, ich starte zwar für die DHFK Leipzig, aber trainiere beim SC DHFK Leipzig, sodass ich die Schwierigkeiten, die die DHFK bekam, nicht direkt mitbekam. Allerdings studiere ich dort und so weiß ich also um deren Hin und Her bei der Schließung. Aber ich muss sagen, wir werden kämpfen, dass sie weiterhin bestehen bleibt, beziehungsweise dass sie wieder eine eigenständige Hochschule wird. Denn es war ja nicht alles schlecht, was aus der ehemaligen DDR kam. Die DHFK hat einiges produziert an Spitzenathleten und die Universität mit Sicherheit auch einiges an guten Trainern hervorgebracht. Ja, sicherlich ist das ja die Hochburg des Leistungssports gewesen, die DHFK. Dort sind ja meist die Trainer groß geworden, beziehungsweise haben dort ihren Abschluss gemacht. Ich muss sagen, 88 waren wir der erfolgreichste Club in der ganzen Welt. Also es sind schon ein paar Sachen, die jetzt kaputt gemacht worden sind, die eigentlich doch hätten weiter bestehen müssen. Ich möchte sagen, sogar im Hinblick auf das Jahr 2000, in dem ja wir bekanntlich die Olympischen Spiele veranstalten wollen, ist es schade, solch eine Institution, die doch recht erfolgreich war, kaputt zu machen. Laufen wir eventuell Gefahr, dass nach den Olympischen Spielen Barcelona 1992 abrupt ein Leistungsloch kommen könnte, dadurch, dass zum Beispiel die Nachwuchspflege nicht mehr so betrieben wird in den neuen Bundesländern, wie es in der ehemaligen DDR war mit den Kinder- und Jugendspartakiaden? Es ist natürlich schwer, jetzt darüber zu urteilen, zumal ich momentan nicht dazu mir meine Gedanken machen kann nach dem Wettkampf. Aber ich muss sagen, die Gefahr liegt nahe. Also ich meine, der erste Abfall ist dieses Jahr schon passiert. Wir sehen, dass wir hatten ja voriges Jahr weitaus mehr Medaillen, als wir dieses Jahr haben. Und wenn die ganzen erfahrenen Athleten abtreten, dann wird es wohl so werden, dass wir in ein noch tieferes Loch fallen, wenn nicht ganz schnell was für die Jugend und für den Nachwuchs getan wird. Und das muss aber ganz schnell passieren, ansonsten sehen wir im Jahr 2000 noch viel, viel schlechter aus. Ist plötzlich ein richtig grundsätzliches Gespräch geworden, hat mir normalerweise gar nicht angestrebt. Warum sagen Sie uns vielleicht noch ein bisschen was über Ihre eigene Perspektive? Sie sind verheiratet, haben sicherlich also auch irgendwo ja, eine Priorität zu setzen, was die Familie angeht. Meinen Sie trotzdem, dass Sie bis Barcelona 92 dabei sein können? Ja, ich muss sagen, momentan habe ich einen Kanal tüchtig voll. Aber das kann sich noch ändern. Ich hoffe, dass es sich auch ändert, dass ich wieder mit Elan und Enthusiasmus an meine kommenden Aufgaben gehen kann. Ja, meine Familie hat mein Leben natürlich tüchtig verändert. Ich bin bloß noch am Tag 4 Stunden Leistungssportler. Früher war ich teilweise 24 Stunden am Tag Leistungssportler. Und das macht sich natürlich auch in den Leistungen bemerkbar. Aber ich muss sagen, meine Tochter wird größer und sicherlich auch verständiger und braucht nicht mehr so viel Pflege, wie sie vielleicht als kleines Baby gebraucht hat. Und ich hoffe, dass ich das Olympiajahr gut angehen werde und auch erfolgreich beenden kann. Dann können wir ja weiter hoffen. Danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Dietauskitsch waren die Zweiten und Dritten. Der letzte Wurf in der Diskuskonkurrenz der Damen. Svetanka Christova aus Bulgarien. Auf Platz 3 bis dahin. Und dann dieser explosive Wurf auf 71 Meter und 2, der das ganze Klassement auf den Kopf stellte und der Bulgarin den Weltmeistertitel bescherte. Nervenstärke im 6. Versuch. Nervenstärke bewies auch Ilke Veluda, obwohl sie nach 43 Wettbewerben wieder verloren hat. Denn 69,12 Meter können sich wohl sehen lassen. Silbermedaille für sie, Rang 4.